Ich habe noch nicht mal eine Maß getrunken. Die Schickeria ist am Laufen und hier ist mehr so Holzbänke stampfen angesagt. Hallo, ich bin's, die Steffi für Wiesengaudi TV und ich habe gerade im Käferzelt die Simone Ballack erwischt. Simone, grüß dich. Hallo. Wie geht's? Ja, im Moment geht's mir noch super. Mir geht's noch bestimmt später noch viel besser, weil ich bin irgendwie schon 2 Stunden da, aber ich habe noch nicht mal eine Maß getrunken, weil ich 2 Stunden zum Hallo sagen gebraucht habe. 2 Stunden zum Hallo sagen? Ja, wie die Mädels halt so sind, wir quatschen dann ab und zu ein bisschen länger, ne? Du musst schneller trinken, Simone. Ja, ne? Ich muss überhaupt trinken jetzt mal. Ich habe auch voll Durst. Ich traue mich gar nicht, weitere Fragen zu stellen, wenn die arme Frau sonst nicht zum Trinken kommt. Simone, erzähl mir ein bisschen was. Was machen die neuesten Projekte? Du meinst bestimmt meine Schickeria, ne? Ja, die Schickeria ist am Laufen und dadurch, dass ich im Moment irgendwie öfter mal auf der Wiesn bin, arbeite ich nachts auch noch, wenn ich nach Hause komme. Eine Fleißige. Tagsüber habe ich ja meine Kinder, abends bin ich auf der Wiesn und nachts arbeite ich online für meine Schickeria. Schlafen ist nett im Moment. Mal kurz zur Erläuterung, wir alle essen ja wahnsinnig gern Hähnel. Du magst auch Hähnel? Ja. Und jetzt erläutere doch mal ganz kurz für unsere Zuschauer, was die Schickeria ist. Die Schickeria ist keine Schickeria, sondern eine Schickeria. Eine Schickeria von Chicken. Ja, genau, von Chicken. Und da gibt es nur Hühnchen, also Hühnergerichte in allen Variationen. Nicht nur das klassische halbe Hähnel, was wir natürlich auch haben, aber wir haben auch ganz viele andere Sachen auf der Karte. Alles mit Hühnchen. Vorspeisen, Suppen, Salate. Hühnchen mit Hühnchen. Alles Hühnchen. Okay. Wann macht denn dein Restaurant auf? Ich hoffe in 4 Wochen. Und wo wird das sein? Der erste Laden soll jetzt in den Kaiserslautern eröffnen, auch in meiner Heimatstadt. Und wenn der offen ist und so ein bisschen angelaufen ist, dann versuche ich natürlich in München den nächsten aufzumachen, weil ich natürlich hier besser vor Ort sein kann. Und in Kaiserslautern habe ich einen zuverlässigen Geschäftsführer, den ich seit 20 Jahren kenne, der früher mal mein Chef war und der jetzt mein Geschäftsführer wird. Und dann will ich natürlich in München dann alleine so ein bisschen rumwurschteln, wenn ich hier den nächsten Laden endlich finden würde. Harter Schnitt. Du bist ja jetzt richtig berühmt geworden durch Let's Dance. Doch, ich hätte dich jetzt sonst auch nicht so auf die Schnelle erkannt. Ich wusste ja, wer du bist und kenne dich ja auch. Also, wir sind auf der Wiesn und du kannst tanzen. Wie passt das zusammen? Also hier kann man jetzt mit dem klassischen Tanz von Let's Dance eher weniger anfangen. Hier ist mehr so Holzbänke stampfen angesagt. Also das kriegt eigentlich auch jeder ohne Tanzkurs hin. Macht dir das auch Spaß? Ja, das macht schon Spaß, ja. Wie mit den richtigen Leuten macht das richtig Spaß, ja. Macht dir das auch schon direkt kaltstabmäßig Spaß oder musst du jetzt auch erst so 1-2 Schlückchen Alkohol konsumieren vorher? Ah ja, so 1-2 Schlückchen Bier sind ja kein Schaden. Also das gehört irgendwie auch dazu, so ein bisschen zum Stimmung lösen. Aber ich muss auch nicht unbedingt was trinken. Ich kann auch so ganz lustig sein. Also es kommt halt auch immer gut auf die Gruppe an, mit der man unterwegs ist. Wenn man viele lustige Leute dabei hat, dann macht sich das eigentlich von alleine die Stimmung.